50% ihres Werbebudgets sind verschwendet. Die Frage ist nur, welche 50%? Diese Aussage kennen Sie vermutlich. Sie wird John Wanamaker zugeordnet, einem erfolgreichen Unternehmer und Marketing-Experten. Und er spricht damit ein sehr, sehr schwieriges Problem an, mit dem die Marketingbranche schon seit langem zu kämpfen hat. Und dieses Problem ist nochmal eskaliert durch die Digitalisierung und jetzt ganz aktuell auch durch künstliche Intelligenz. Eine Diskussion, die momentan in der Branche sehr stark geführt wird, ist hierzu unter anderem auch, kann jede Marketingmaßnahme wirklich gemessen werden und ist das sinnvoll? Hier hat man die Vertreter einerseits der Digitalisierung, der Kurzfristmaßnahmen durch Klick, durch Besucher der Webseite, kann alles gemessen werden. Versus der Vertreter der Marke, des Markenaufbaus, der nicht immer so eindeutig zu korrelieren ist mit direkten Klicks. Muss das aber zwingend ein Gegensatz sein oder macht es eventuell sogar Sinn, die messbaren kurzfristigen Kriterien, die nicht häufig nicht dem Markenaufbau dienen, mit dem Markenaufbau zu verbinden? Hierzu möchte ich übrigens auch auf einen sehr, sehr interessanten Beitrag im Harvard Business Review hinweisen. Den Link dazu finden Sie in den Kommentaren. Was möchte ich sagen? Warum ist es für Sie so wichtig? Kanzleien, mittelständische Unternehmen kommen häufig aus uns zu und sagen, wir würden gern das und das machen, sei es LinkedIn, neue Website oder sonstiges. Häufig fragen wir uns aber, ist das wirklich die richtige Maßnahme, die Sie angehen? Oder wollen Sie vielleicht doch nochmal überlegen, ob nicht eine andere Maßnahme gegebenenfalls geeigneter ist? Das heißt, Tipp 1, es ist ganz, ganz wichtig, um nicht einen großen Teil des Budgets zu verschenken und vielleicht ausgerechnet den Teil zu verschenken, der Ihre Zielgruppe am besten erreichen könnte, dass Sie eine Budgetallokation und eine Medienallokation vornehmen und die richtige Auswahl finden. Vielleicht ist es LinkedIn, vielleicht ist es aber auch Xing, vielleicht ist es sogar Direktakquise, vielleicht ist es eine Optimierung Ihrer Webseite, vielleicht ist es SEO-Optimierung. Punkt 1, ganz, ganz wichtig. Dann ist die Frage, müssen alle Maßnahmen oder können alle Maßnahmen direkt messbar sein? Ist ein Klick, ist ein neuer Besucher wirklich das Kriterium, das Ihnen mehr Umsatz gibt, neue Mandanten gibt oder den Return on Investment erhöht? Wie ich behaupte, und das glaube ich, gibt es einige aus der Marketingbranche und auch unter anderem wird das so im Harvard Business Review betont, es muss nicht immer die richtige Kriterium sein. Klicks, schön, aber Klicks muss nicht zu Business führen, nicht zu Umsatz und auch nicht zu Return on Investment. Deshalb, unsere Empfehlung wäre tatsächlich, sich nochmal überlegen, ob die Matrix, die Sie auswählen, um Ihre Maßnahmen zu messen, auch wirklich die richtigen sind. Oder macht es tatsächlich Sinn, nochmal darüber nachzudenken und andere heranzuziehen, wie Return on Investment, Umsatz und Kundengewinnung. Und ein letzter ganz wichtiger Aspekt hierbei ist, vielleicht muss es nicht konträr sein. Vielleicht können Sie beide Maßnahmen ergänzend nutzen. Das Thema Marke sollten Sie sich auf jeden Fall aber im Hinterkopf behalten, denn das Thema Marke wird für alle jetzt ganz aktuell durch KI nochmal deutlich wichtiger, denn das Thema Marke schafft Vertrauen und Vertrauen ist etwas, was im Zeitalter der Digitalisierung und der KI besonders sehr, sehr wichtig ist, weil so viele Fake News draußen am Markt sind. Es wird so viel gepostet von Leuten, bei denen man gar nicht weiß, ob sie überhaupt Erfahrung in diesem Gebiet haben. Und mit einer starken Marke weiß man einfach, man kann ihnen vertrauen und man wird ihre Service-Dienstleistung verstärkt beanspruchen. Und das ist ganz besonders wichtig auch im Professional-Service-Bereich, im Bereich des mittelständischen Unternehmens, die ein anspruchsvolles, komplexes Produkt anbieten, bei denen Glaubhaftigkeit einfach sehr, sehr wichtig ist, weil nicht immer direkt das Produkt überprüfbar. Eine Coca-Cola kann ich schauen, kann ich trinken, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Eine Service-Dienstleistung ist häufig eine Blackbox. Das heißt, ich kaufe diese Dienstleistung mit einem sehr, sehr hohen Bedürfnis nach Vertrauen. So, dies heute mal ein etwas sehr marketingspezifisches Thema. Ich hoffe,
Ich konnte sie begeistern, doch nochmal einen Schritt zurückzugehen, wenn sie darüber nachdenken, wie sie die Zukunft planen. Und bei Fragen wie immer kommen sie jederzeit gerne auf uns zu. Dankeschön.